Ich habe wieder einen neuen. Also, Honecker kommt früh morgens in sein Büro, öffnet das Fenster, sieht die Sonne und sagt, was ist denn? Oh, Entschuldigung, ich hatte... Nein, ich bitte Sie, Kollege, ich bitte Sie. Man wird über den Staatsratsvorsitzenden noch lachen dürfen. Zähl's euch. Witz kenne ich wahrscheinlich sowieso schon. Hm? Na komm, erzählen Sie. Also, Honecker, also der Genosse Generalsekretär, sieht die Sonne und sagt, guten Morgen, liebe Sonne. Guten Morgen, liebe Sonne. So. Und die Sonne antwortet, guten Morgen, lieber Erich. Und am Mittag geht Erich wieder zum Fenster, macht es auf, sieht die Sonne und sagt, guten Tag, liebe Sonne. Und die Sonne sagt, guten Tag, lieber Erich. Und abends nach Feierabend geht Honecker wieder ans Fenster und sagt, guten Abend, liebe Sonne. Und die Sonne sagt nichts. Also fragt er nochmal, guten Abend, liebe Sonne. Was hast du? Und dann sagt die Sonne, ach, leck mich doch am Arsch, ich bin jetzt im Westen. Ja, ja. Ja. Name? Dienstgrad, Abteilung. Ich? Stiegler. Unterleutnant Axel Stiegler, Abteilung M. Ja, ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, was das für Ihre Karriere bedeutet, was Sie da gerade getan haben. Genosse Oberstleutnant, ich habe doch nur... Sie haben doch nur unsere Partei verhöhnt. Das war Hetze. Und sicher nur die Spitze des Eisbergs. Das werde ich dem Büro des Ministers melden. Das war doch nur Spaß. Das war gut, ha? Aber Ihre war auch gut. Ich kenne noch einen besseren. Was ist der Unterschied zwischen Erich Honecker und Telefon? Hm? Na? Na, keiner. Aufhängen, neu wählen.